Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman. Ja, nicht allzu spät nach dem Ende der letzten Aufnahme bin ich einfach von Birkenstedt einfach mal ein bisschen Richtung Osten aufgebrochen. Birkenstedt liegt also in die Richtung, glaube ich. Und ja, hab gleich zwei sehr interessante Sachen entdeckt. Einmal hier diesen Durchbruch mit Höhle und nicht weit von hier, jawohl, da hinten sieht man den Leuchtkürbis, da hinten ist eine wunderschöne Schlucht. Und ja, warum ich jetzt die Aufnahme wieder gestartet habe, ist folgender Grund. Das wird hier natürlich zu einer Station ausgebaut, genauso wie die Schlucht da hinten, die gucken wir uns noch an, aber jetzt wird's dunkel und wir gehen in die Höhle runter. Habe ich überhaupt ein bisschen... Na, schau mal, ich mal. So. Erstmal satt gegessen, weil ich Folgendes entdeckt habe. Ich bin immer noch im... Nicht im Hasenfußmodus. Ja. Und guck mal, was wir da haben. Was wir da im Hintergrund sehen. Oh. Das ist ein Skelettspawner, wie es hier aussieht. Oh. So, du legst dich erstmal flach. Und dann kommst du an die Reihe. Na, so. Leuchten wir hier auch mal aus, dass wir hier ein bisschen sicher sind und dann sehen wir zu. Okay. Zack. Und dann können wir hier ausleuchten. Haha! Schauen wir mal, was in den Kisten drin ist. Ach, jede Menge schöne Sachen. Eiserne Pferderüstung, bisschen Kohle. Kriegen wir alle, kriegen wir gar nicht alles erstmal so auf Anhieb nach oben, weil ich mir wieder das Inventory so vollgepackt habe, aber ist ja kein Problem. Oh, ein Buch, verzaubertes Buch, Glück 2. Ah, das wäre was auf die Schaufel eventuell drauf oder auf eine Eisenschaufel, um damit dann aus Ton mehr Lehmbrocken zu machen. Ja, aber die Fäden hier kann ich schon mal mitnehmen. Das ist schon mal was Schnuckliges. Da haben wir noch einen Sattel, da haben wir noch eine Rüstung. Ach ja. Ne? So. Hey, das wollte ich euch unbedingt zeigen. Und ja, wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir doch einfach mal. Wie sieht es hier aus? Was nehme ich hier als Grundebene? Je tiefer ich hier bin, desto besser ist es natürlich für die Seite. Und hier außen, naja gut, da kann ich mich ja noch so ein bisschen zurechtrödeln. Erstmal hauen wir hier die Schulkerkisten raus. So, dass ich hier meine Arbeits- und Baumaterialien griffbereit habe. No, Bett, 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 Bett kann ich mir hier auch gleich hinstellen. Zack, schlafen wir erstmal. No, und dann wird hier gebaut. No, unter diesem Überhang schön, den kann ich auch noch als Raum mitnutzen. No, Werkbank hier gleich hingestellt. Ofen hingebaut. Zack. Gleich daneben. Schwupp. Ja, Kohle gleich rein. Und dann hab ich doch hier gleich das Zeug für eine Doppeltruhe. Plopp, plopp, klatsche ich mir erstmal hier hin und dann kann ich mir hier erstmal alles unterbringen. Erstmal rein mit dem ganzen Krempel. Ich nehme jetzt mal da, ich nehme jetzt mal da. So, plopp. Jetzt haben wir hier
wieder Platz und dann können wir da unten ausräumen. Ja, denn der Skelettspawner, der ist so gut gelegen. Ja, das bietet sich natürlich an, den zur Farm auszubauen. Ja. So, nehmen wir hier noch fleißig Kohle mit. Kennen wir gar nichts. Und dann schauen wir mal, was mir so zum Reden quasseln einfällt. Ja. Ja, letzte Folge hatte ich ja gesprochen über Beauty and the Geek, beziehungsweise Beauty und der Nerd, wie die deutsche Variante der Show heißt. Die in Deutschland, wie gesagt, nicht erfolgreich war. Ja, die erste oder die einzige Produktion wurde auf ja, 5 Folgen, wobei der Pilot eigentlich eine Doppelfolge war, ne, anderthalb Stunden lang statt einer Dreiviertelstunde zusammen gekürzt, produziert, sage ich mal. Ja, aber, na sag mal, stirbst du jetzt mal. So, hier müssen wir noch kräftig ausleuchten, so, dass das auch reicht. Ansonsten ist hier soweit erstmal Ruhe, auch wenn die Zombies im Hintergrund stöhnen. Lasse machen. Ja. Und ja, ich habe ja überlegt, ob das Ganze in einem eigenen Video nochmal genauer einzugehen und dann eben halt zum Beispiel auch an Ausschnitten zu zeigen, wo ich so die Unterschiede sehe und warum ich die deutsche Variante eben leider sehr schlecht umgesetzt finde. Und warum das, glaube ich, eben nicht nur bei Beauty and the Nerd so ist, sondern auch bei anderen Sachen. Na, komme ich wegen dir nicht dazu, mir Fackeln zu bauen. Stirb! Ja. So. Eine andere Show, die übernommen wurde, die es so schon mal in zumindest England gab, ist jetzt eine, ja, eine Dating-Show, First Dates nennt die sich. Beauty and the Geek ist ja eher ja, so ein bisschen Reality-Show, soziales Experiment. Und ich fand halt die australische, amerikanische und amerikanische Version und auch die britische Version, die haben halt viel mehr diese Geschichte erzählt und halt wirklich rübergebracht als die deutsche Version. Schauen wir hier den Gang noch weiter. Da geht es ja immerhin nach oben. Ob wir da rauskommen. Okay, das sieht hier soweit gut aus. Hier ist Ruhe. Und damit ist ja jetzt hier von der Höhle, war die Höhle ja selber relativ klein, so wie das aussieht, aber für einen Spawner hat es gereicht. Es bleibt natürlich hier vorne noch übrig. Und bin ja schon wieder hier voll. Das heißt, es bietet sich also an. Zack, 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 zack. Hier nach oben und das alles erstmal in die Kiste zu schmeißen. Wo muss der Bruchstein, alles, was wir hier so gefunden haben. Möhrenknochen, Diorit und jede Menge Kohle.
So, den können wir auch reinpacken. Und die Kohle können wir auch noch wegpacken. Holz könnte ich mir hier noch holen. Habe ich ja auch noch in den Kisten. Also können wir noch mal weiter reingehen in die Höhle. Denn das geht hier noch mal weiter. Das war da noch nicht alles. No. Ja, ich sehe, dass du da bist. Aber danke für die Anmeldung mit dem Pfeil. Na? So, ach, und hier haben wir dann noch so einen netten kleinen Notausgang, wie das aussieht. Das wird ja dann auch interessant, das auszubauen. So. Ich habe halt nur nicht mehr so ganz die Orientierung, wo ich jetzt wirklich bin, weil ich jetzt keine Wege habe. Ne? Aber das ist natürlich, ich weiß, ich bin östlich von Birkenstedt und damit ist das sicher. Also damit verirre ich mich nicht. Ich finde auf jeden Fall wieder zurück in zivilisierte Gegenden. Ja. Aber dann von dort aus wieder hierher zu finden, das ist eine ganz andere Sache, weil ich halt hier eben noch keine optische Landmarke habe. Ne? Aber ja, der Tag scheint ja noch jung zu sein. Deswegen werfen wir einfach mal einen Blick auf die Schlucht und na, ich hoffe mal, dass ich mir das hier markiert habe. Ah, da hinten, ne, da sehen wir den Weg, der von Birkenstedt die Küste runterführt. Ich weiß, müsste jetzt auf die Karte gucken, um zu wissen, was da als nächste Station ist. ja, aber damit haben wir dann hier schon mal die Orientierung, sodass ich diese Ecke also auch gegebenenfalls wiederfinde. Das Schöne ist, in Birkenstedt haben wir ja ein Nether-Portal. Das heißt, wenn ich irgendwas an Materialien noch holen muss, was zwar unwahrscheinlich ist, komme ich halt durch den Nether zügig überall hin in andere Teile der Welt. Und das Schöne ist, so wie ich diese Stelle hier auch entdeckt habe, nämlich von Birkenstedt kommend, bin ich also mit dem Boot hier lang gefahren und habe mir die Stelle ja auch gleich mit Fackeln markiert, weil schwupp, Schlucht. Ja? Und die geht halt hier auch durch diesen Berg durch und ach, na, haben wir hier auch noch gleich eine Höhle nebendran. Vielleicht kommen wir ja hier rüber runter auf den Boden der Schlucht, das wäre natürlich was Schönes. Schauen wir mal. Zack, zack, zack. Na, zum Boden der Schlucht reicht's nicht, aber das ist ja soweit auch nicht verkehrt. So, dich nehmen wir auch noch mit. Ja, und das ist natürlich, das sind hier jetzt zwei richtig schöne Fleckchen. No. Hier denke ich mir, stelle ich mir so ein Torhaus vor, was eben rechts und links die Schlucht überbrückt, wo man dann hier eben zack nach unten kann. Vielleicht behalte ich und nutze ich sogar diesen Wasserfall da. Dann später als Treppe, mit dem man auf den Boden der Schlucht kommt. Das wäre jetzt sowieso mal eine Möglichkeit auch den Abstieg darunter zu machen. So, dass ich nämlich sage, zack, 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 hier kann ich runter. So, und dann kann ich hier ganz bequem, juckuhu, die Wasserleiter runter. So, und mir hier schon wieder das Eisenerz aus dem Boden klauben. Und hier aus der Wand. Zack. So. Und hier eben auch gleich
Fackeln hinsetzen. Ich habe mir deswegen auch da oben auf einen der Gipfel eine Kürbislaterne gesetzt, ne, damit ich diese Stelle, diese Schlucht hier eben auch aus der Entfernung wiederfinde und oben am Rand auch rundum ein paar Fackeln gesetzt. Okay. Das war ja jetzt als Schlucht nicht so viel, aber es sah natürlich beeindruckend aus, ne? Und wir kennen ja tolle Schluchten hier in Minecraft. Also von daher, ich glaube, ich bin hier unten tatsächlich erstmal am sichersten. Hab jetzt natürlich mein Bett nicht dabei. Und es ist duster. Aber davon lasse ich mich mal nicht abschrecken. Es ist nur die Frage, was und wie weiter bauen. Das denke ich, werde ich auf jeden Fall als Bausession machen. So, mal schauen. Ne, da oben, da sieht man es hell durch die Bäume schimmern. Da ist eine Fackel. Da muss ich also hin, damit ich zu meinem Bettchen komme. Na, und ich denke mal, das werde ich als Bausession dann machen, was ich hier mir einfallen lasse. Und dann wird das natürlich wieder mit Wegen und, ups, gegebenenfalls Minecart-Strecken angeschlossen. So, da hinten sehe ich noch ein Skelett oder ist das ein Baum? Na, okay. Regt sich nicht. Das ist ein Skelett. Na, sehen wir mal. Ja, okay. Man merkt, ich war sehr lange im Hasenfußmodus unterwegs. Muss das mit dem Bogen wieder üben. Na? Aber ich habe jetzt hier ein bisschen Eisenerz, was ich hier schon reinschmeißen kann. Leg mich mal hin und ja, verabschiede mich einfach erstmal. Heute mal kurze Folge, vielleicht hänge ich da noch was dran, schauen wir mal. Ansonsten bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu.